Herzlich willkommen zur neuen Folge hier 7DCD. Ich will nochmal gleich losziehen und uns ja nochmal looten. Wir werden mal gucken hier, ich habe ein Geräusch gehört. So ein merkwürdiges Quietsche. Ich habe hier den Gran ein bisschen aufgewertet, also jetzt kommen die hier nicht mehr hoch. Ne? Das sollte nicht mehr klappen. Und gut, ich sehe hier niemanden. Macht nichts, hier werden wir jetzt auf die Tür zu machen, ne? Wenn die erschreckt werden, wir werden gleich mal die Webbank benutzen und entsprechend unsere Teile aufbauen, ne? Und zwar Eisenfahren. Und zwar werden wir jetzt ein paar herstellen, um die, was geht überhaupt, 86, dann haben wir hier 40 herstellen. 40 und drüben auch 40, das dauert eine Zeit lang und dann können wir das spätestens nächsten vor der Blutnacht wieder haben. So, 38 geht auch. Fertig, so sind die Eisendinger weg. Dann haben wir hier noch ein bisschen nachlegen, ne? Stunde kann er noch brennen oder zumindest eine halbe Eisen einschmelzen, dann werden wir gleich, geht nicht mehr, das ist heftig, aber lass ihn mal schmelzen, ne? Er arbeitet das sowieso, ne? 700 Stück kann man mal gut brauchen. Hier haben wir Stahl herstellen, ne? Weil wir es da haben, ne? Ich schau mal hier mal, was da haben an Eisen. Da haben wir aktuell nicht, sagen wir, Blei haben wir da. Blei können wir einschmelzen. Dann können wir ein bisschen Lehm einschmelzen. Dann hat er was zu tun, ne? Ja, und dann nehmen wir unseren Zementfuzzi. Macht aktuell Zement und er hat noch zu tun. Gut, Zement brauchen wir für Beton und das brauchen wir reichlich. So, guck mal im Gepäck nach. Im Gepäck haben wir jetzt, das haben wir mit, das Munition für unser Gerät. Eins reicht uns und dann gehen wir mal los, ne? Ich hoffe, das Fahrrad leer ist. Ne? Wenn das Fahrrad nicht leer ist, gut, dann haben wir ein kleines Problem. Dann müssen wir uns umlagern. Ich finde die Brücke so geil. Das ist ein Sack. So. Ja, das ist noch was bei, ne? Das. Gut. Das müssen wir noch hochbringen, ne? Das können wir nicht. Beziehungsweise wäre blöd, wenn wir mitschleppen würden, weil das uns ja wieder als Ballast dienen würde. Ich höre was. Gibt's doch gar nicht. Muss überall die Ohren offen haben, ne? Muss er nochmal entsorgen.
beziehungsweise wegschaffen. In meiner Graben ist jetzt so tief, die kommen jetzt da nicht mehr hochgesprungen. Das ist jetzt zu hoch. Gut, die Brücke hier selber, denke ich mal, wird beim Massenansturm zerstört und der Rest ist halt von der anderen Seite geschützt. Na, für die Tür nicht. Und hier kann ich nun auch ein bisschen reagieren und schießen. Ne? Ich muss nur mal schauen, dass ich da noch ein bisschen mehr in der Richtung hinkomme. Also ein bisschen noch ein bisschen zu wenig erreichbar. Bisschen. Ja nicht. Nehm an. Gehen wir gleich in unsere Kiste rein. Ja, viel Krimskrams, ne? Ich muss es immer rausnehmen. Ich weiß gar nicht genau, ob ich alles verwerten kann. Teilweise verkaufen, teilweise behalten. Das behalte ich auf jeden Fall. Das behalte ich auch. Das auch. Das könnte ich verkaufen. Das werde ich nicht gebrauchen können, glaube ich, aktuell. So, essen wollte ich noch was. Mensch, ich habe so einen Hunger. Die Ausdauer ist ja am Ende. Was haben wir da Schönes? So. Tabletten. Tabletten brauchen wir nicht. Wildbrett haben wir noch da. Oh je. Sollen wir gleich was herstellen, ne? Na, dann haben wir gleich mal gebackene hier. Was fehlt? Holz. So, gegrilltes Fleisch. Nee. Gegrilltes Fleisch. Haben wir 10 Stück. Oder 9. Ist ja nicht ganz so dramatisch, ne? Ein bisschen Maismehl und Wasser haben wir auch da. Wasser. Flasche 2. 7 macht 9. Müsste auch mal wieder mal ein neues Wasser holen, ne? Das jetzt klappt. Denn jetzt können wir nämlich gleich Maisbrot nutzen. Benutzen. Trinken. Trinken wir auch. Wasser brauchen wir sowieso und so, bevor uns schlecht wird, nehmen wir noch viel mit. Dann können wir da essen, ne? Mais nehmen wir wieder raus. Also Mais, das Problem mit Mais haben wir nicht mehr. Wir haben genug Mais. Gut, Essen haben wir jetzt da und wir werden jetzt losdüsen und ja, 16:20 Uhr, ein bisschen schaffen wir noch. Wir können ja auch im gut, die Tür war nicht zu, aber Brücke war oben. Ne? So. Mit Funksteuerung, ne? So. Auf geht's, Rennfahrer. Wie gesagt, die Dinger stelle ich jetzt her und dann entsprechend das wieder ausbessern. Dass wir die zwingen, mehr oder weniger da hochzugehen. Ja, versuchen wir mal, ne? Unser Glück. Wilder Fahrer.
der Benzin genommen habe. Wird aber normalerweise gerade so reichen, ne? Erstaunlich wenig Zombies unterwegs. Aber Wild habe ich keins mehr gesehen. Keine Schweine, keine anderen Tiere, aber irgendwann noch habe ich was zu essen da. So, über die Brücke und dann links. Und dann das nächste Haus nehmen, eine Eiszone. Bisher haben wir da schöne Bücher bekommen. Ja, Aufnahme läuft, ne? Ja. Machen wir es mal, ne? Dann redest und keiner hört zu, weil die Aufnahme nicht läuft. Das ist mir heute noch schon passiert. Bei einem anderen Spiel. Oben ist so ein kleines Schloss, da will ich mal hoch, aber muss es wirklich mal ganz früh los, ne? Also welches Schloss, das ist, weiß ich, keine Ahnung, ganz oben. Da hätte ich Interesse zu. Aber jetzt, heute ist es zu spät. Da brauchen wir echt viel Platz. Zeit vor allem, jetzt haben wir schon 5. Mir ist kalt. Mal schauen, dass wir Winterkleidung kriegen. Bessere. Wir wollen in die Wüste fahren wieder mal, ne? Auf Irrschiefer. Bevor dazu. Ja. Knapp wird, ne? Benzin, ne? Dann ist es schlecht, ne? Dann laufen wir hin, holen was hin. Wir ein Fahrrad nehmen. Ha. Da ist hier. Holzfäller Joe. Noch ein Holzfäller, Mensch, hier ein Nest hier. Aber Holzfäller interessieren wir jetzt mal nicht, wir wollen mal die Häuser. Hier links, rechts warm schon gewesen. Ne? Ja. Müssen wir so eine Kreide mal markieren, ne? So. Ich packe mal von Eingang hier, ne? So. Gut, den mal gleich mal einen Wickel nehmen und der haut ab. So, 4. Denn mal sehen, da kommen die ersten gleich raus, ne? Denn ich will ja den Messing will ich haben. Gut. Gucken. Gucken. Also looten später. Erstmal die Hütte reinigen. Keller. War jemand geweckt? Schneller.
Wisst ihr was? Die werden ja immer flinker, die Burschen. Ich habe mit dem nicht gerechnet. Dachte, die kommen mir von oben. Einer kam von da, okay. Bad. Scheißhaus. Wie gesagt, lupen später. Mission fahren. Erledigt. Unsere Tante. Eine Werkbank. Mann, kommst du hier? Da leuchten die Augen, du Wahnsinn, du. Kommst du jetzt her? Du warst nicht eingeplant. Das wäre ein richtiges Foto, ne, fürs Eröffnungsvideo. So. Gucken. Geht's hoch? Schöne Anbauwand hier. Bilder, Glas. Kurz mal nachladen. So, hier oben ist so sauber. Jetzt gehen wir mal. Eine Garage haben wir auch schon. Keller. Keller. Also hier war noch nicht alles, glaube ich noch nicht. Wie gesagt. Ah, Kino. Leben nicht schlecht hier. Wie gesagt, wir müssen ja gucken, wenn wir damit durch sind. Ne? Also wir werden jetzt mal nicht anfangen. Zu looten, näher überladen, ne? Schlecht. Kurz mal Häppchen essen. So, dann gehen wir nach oben, ne? Oh, hier ist ein bisschen was los.
Müssen wir gucken. So. Die kann geholfen werden. Aber nicht mehr heute. Müssten wir eigentlich mit Pistole gehen. Man weiß nie, wer hier kommt. Ja, da arbeite ich gerade immer durch, ne? Laden mal nach. Und dann gehen wir hier hin. Das scheint nicht Mann zu sein. Ich habe nicht wohl Zeit hier. So, die kann geholfen werden. So, oh, Messing. Brauche ich Munition, ne? Also das ist eindeutig. Messing. Auch Messing. Um mit. Fernseher, da geht's hoch. Bücher. Munitionbeschallung. Entschuldigung. Aber wie gesagt, ich muss ja immer sehen. Okay, dann brauchen wir nicht rein, aber da können wir raus. Vielleicht Messing mitnehmen, ne? Okay, da sind wir nicht. Kurz nachladen. Gehen wir auf ein Dach. Da müssen wir eigentlich alle gesäubert haben. Ein Dachboden, ne? Ja, ich kann ihm auch nicht mehr helfen, ne? Jo, wir sind richtig. Wow.
Maschinengewehr. So, jetzt immer mehr. Mit der Axt geht nicht, das weiß ich schon genau. Die ist so brutal. Man, bei der, da könnte ich es riskieren. Also da wird nicht ganz so unten. Im Grunde. Ich würde es nicht riskieren, sag mal so. Mit der Axt war es kaputt. Ein Schlag und das Ding ist hinüber. Aber komplett. Mit Kiste, mit Holz. Und das wäre ja mal schade, wenn das alles drauf gehen würde. Und dann hier ein bisschen länger warten, dafür Material mitnehmen, ne? Also bis jetzt hat sich gelohnt, munitionstechnisch. Und werkzeugmäßig auch gut. Ist nicht perfekt, aber hat sich gelohnt. So. Tasche unberührt, also. Ein Eisenspeer 6. Stahlschlagringteile, okay, Speer 6. 17. Ich meine, gut, ich verwende eigentlich keinen, ne? Aber. Wenn man keine Munition hat, dann ist das vielleicht ganz gut, ne? So. Jetzt geht los, hier ein bisschen durchsuchen alles, ne? Hoffe, ich übersehe nichts. Ich will beladen, ne? So, wichtig sind für mich jetzt mal Bücher, ne? Ja, gut. Das kennen wir alle schon, aber ist immerhin was, ne? So. Wandtresor. Leider habe ich jetzt kein Knocking bei. Ist irgendwo einer wieder bei, ne? Den ich noch nicht gesehen habe. Wo haben die Glocken?
Junge! Du hast gesehen in der rechten Zeit. So, zerlegen. Na, das müssen wir zerlegen. Und Kohle kann man auch zerlegen. Stahlspeer 2 kann man verkaufen. Hundefutter kann man essen. Dose kann man zerlegen. Das kann ich hier lassen. Das kann ich trinken. Eine Binde. Gäralkohol. Viel schmutziges Wasser. Ich bin total überladen. Mist. Zerlegen. MP5 Maschinengewehr. Oh je. Grunde kann ich mir nicht entscheiden, ne? Zerlegen. Okay. Wie oben fertig. Bücher interessieren mich aber ganz wichtig. Schwache Kühe. Dose. Was alles? Leder. Ja,
der Rest von bis 54. Ja, da oben kommen die hin. Da haben wir ein Loch durch oben, ne? Ja, das kann mir. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja. Knochenmesser. Kaffee. Den nehmen wir mit. So, Keller aussuchen, beim Rausgehen im Remobot immer leeren. So, wir haben jetzt 9:30. Und dann müssen wir ein bisschen beeilen. Wir haben eine Möglichkeit. Fahren, ne? Aber das war eigentlich so schon geahnt, dass ich nicht. Dass ich das nicht so viel. Speer. Alles Teile, die ich nicht nicht decken kann, also wahrscheinlich nichts mehr finden werde. Denn wir wollen nochmal in den Keller gehen, ne? Das können wir alles verkaufen. Schraubensitz. Weiß ich nicht genau, brauch. Das Ding haben wir da. Können wir echt zerlegen. Eisen. Eine MP5. Sag mir jetzt so nix. Wasser. Muni. Mütze. Schönes Buch. Ein Quest. Ah, da haben wir schon eine. Kann der auch hoch. Die Hose kann auch hoch. Das Rohr kann zerlegt werden. Können wir das da wieder reinlegen. Brauchen wir einen dazu. So, jetzt aber schnell nochmal in den Keller rein, ne? Keller, wo bist du? Wichtige Sachen, also Kisten. Außenbereich. Die Lampe sagt mir hier. So, das war noch genug für mich. Das heißt, ich bin jetzt weg. Denn wir haben jetzt 8 vor. Und ich möchte es nicht riskieren. Zu Fuß, die sind ja gleich schnell. Und dann heißt es nachher laufen. Danke mal gleich. Düsen wir ab hier. Mit Richtung und Gas. Denn das ist mir ein bisschen riskant, ne? Also. Das haben wir 10 Uhr und jetzt kannst du mal. Oh, wird überzogen. So, liebe Zuschauer, das soll's
für heute gewesen sein. Ich werde heute Nacht schauen. Ja, heute Nacht werde ich schlafen. Ich mache einen Ausschluss. Das heißt, euch noch schönen, schönen Tag und einen schönen Rest. Ja, vielleicht noch eine Folge, weiß ich genau. Die Reihenfolge habe ich noch nicht im Kopf. Ja, ich danke fürs Reinschauen. So, und so weiter und so fort. Ne? Also immer schön, wenn ihr habt, was Fragen habt, Anregungen habt, einfach reinschreiben, kommentieren, ne? Also einen Kommentar reinschreiben. Dann kann jeder mit reinschreiben, was er möchte. Wenn es nur ne, unter der Gürtellinie geht, ne? Oder ne? Und kein Beleidigen und so. Ne? Na gut, das ist jetzt auch nicht passiert. Ne? Aber wie gesagt, Kommentare kann jederzeit was reingeschrieben werden. Und ja, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. Und danke fürs Einschauen. Tschüss.